Am Wort ist nun SPÖ-Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser. Damals noch, wo ich meine Ferialjobs zugebracht habe. Und die Liesl hat eines, und das ist schon relativ lang her, und die Liesl hat eines immer gepredigt, die hat gesagt, gentechnische Analysen gehören nicht in die Krankengeschichte. Gentechnische Analysen gehören nicht an Versicherungen. Ja, da nie nachgeben. Mit dem bin ich groß geworden und ich kann Ihnen garantieren, dass ich zumindest darauf in mein Auge haben werde. Und ich weiß, dass mit Gerhard Aigner, mit meinem Sektionschef, jemand hier sitzt, der das ganz genauso sieht, wie ich das sehe. Nämlich, dass persönliche Daten, gentechnische Daten, einem extremen Schutz unterliegen. Und ja, es stimmt, es war die Versicherungswirtschaft, die geklagt hat, die einfach wissen wollte, so sich jemand testen lässt, ob er zum Beispiel ein erhöhtes Brustkrebsrisiko hat, dass sie diese Daten bekommen. Und damit natürlich die Versicherungen und den Versicherungsschutz ausschließen. So viel sei auch all jenen gesagt, die von einer Pflichtversicherung nichts wissen wollen, sondern von der Versicherungspflicht reden, nämlich, dass jeder sich seine Versicherung aussuchen muss. Wenn solche Dinge fortschreiten, dann kann man sich schon vorstellen, wie schwer es sein wird, wenn es irgendeine Erkrankung in der Familie gibt, eine Versicherung zu finden. Also in diesem Sinne vielen, vielen herzlichen Dank für die Zustimmung. Was ich aber noch sagen möchte, ist, ich möchte Ihnen allen und Ihren Familien frohe Weihnachten wünschen, einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr. Ich kann Ihnen von meiner Seite sagen, ich genieße die Debatten im Bundesrat immer sehr. Sie sind sehr unmittelbar, sehr direkt, sie sind immer sehr fair. Wir können gut miteinander reden. Ich freue mich immer, wenn ich hier sein kann. Ich hoffe, wir sehen uns gesund und munter mit vielen neuen, guten Ideen für die Menschen, für die wir hier herinnen sitzen, wieder und können viele gute Dinge beschließen. In diesem Sinne genießen Sie hoffentlich Ruhe über die Feiertage. Sehr verehrte Frau Bundesministerin, ich denke, dieser Applaus hat dir gezeigt, wie sehr wir dich schätzen und wir wünschen dir ein paar ruhige Weihnachtsfeiertage und wir wünschen dir jeder Einzelnen in diesem Raum viel Kraft und alles Gute für 2017.